Sehr geehrte Bürger Deutschlands, wir sind Anonymous und möchten so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, sich gegen die anstehende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu wehren. Natürlich setzt die Europäische Kommission unsere Regierung mit Sanktionen unter Druck, was aber keine Ausrede für unsere Politiker sein kann, die Demokratie zu untergraben. Die europäischen Richtlinien zur Vorratsdatenspeicherung existieren nicht erst seit 2012. Denn 2010 wurde die Vorratsdatenspeicherung vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt und seitdem auch nicht weitergeführt. Vergangene Studien beweisen, dass mit einer Vorratsdatenspeicherung nicht mehr Straftaten aufgeklärt worden sind, als ohne. Es geht die Regierung nichts an, mit wem man telefoniert oder E-Mails schreibt. Mit einer Vorratsdatenspeicherung setzt die deutsche Regierung jeden Bürger unter Generalverdacht, ein Verbrecher oder Terrorist zu sein. Durch eine Vorratsdatenspeicherung schneidet die Regierung in deine Privatsphäre und kann 6 Monate lang im Vorrat Verbindungs- wie auch Telefondaten von dir speichern. Du hast das Recht auf Privatsphäre und Anonymität. Wenn du dir dieses Recht nicht nehmen lassen möchtest, dann kläre mit uns alle Bürger über die Vorratsdatenspeicherung auf. In der Videobeschreibung findest du weitere Informationen und Download-Links zu Flyern und Informationsmaterial. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.